Moin und willkommen zu einer frischen Folge am frühen Morgen mit Imperium Galactic Survival. Ja, falls euch wundert, warum die letzten beiden Folgen, also diese Folge und die Folge davor, quasi den gleichen Anfang haben. Ich war so schlau und habe vergessen, das Mikrofon anzuhalten. Aber keine Sorge, es ist im Grunde genommen gar nicht so viel passiert. Außer, dass ich hier noch eine halbe Stunde rumgejiggert bin und dann im Baurausch einfach vergessen haben, mal zwischendurch auf dem Kontrollmonitor überhaupt zu gucken, auch am Anfang der Folge, ob das Mikrofon an ist. Naja, so viel zu der Geschichte. Und dann werde ich euch da zeigen, was ich eigentlich herausgefunden habe. Ich stelle das mal ganz kurz nach, das dauert nicht lange, und dann machen wir an der Stelle weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Nur falls euch wundert, oder ihr könnt die letzte Folge eigentlich auch gerne überspringen und direkt zu dieser Folge gehen. Weil wir haben das hier ja angemacht und ich habe mich ja gewundert, wo ist die Tür? Bin dann hier eine halbe Stunde rumgejiggert, habe alles abgesucht und dann ist mir aufgefallen, hier ist eine Panzertür. Deswegen blinkt das da so. Okay, die waren beim letzten Mal nicht da. Aber da haben wir wieder eine normale Konsole. Hier ist ein bisschen Zeug drin, ein bisschen Biosprit und sowas. Hier ist nämlich noch was. Und dann war hier eigentlich ein dummer Bot. Und wenn wir das Ding hier kaputt machen. Ach, da. Hier war eine Adrenalinspritze drin. Hier haben wir Multiwerkzeug T2. Hier sind auch noch so geile Kobold- und Dingens-Sachen. Ich lese den Text hier gerne nochmal vor. Wir haben versehentlich das Sicherheitssystem aktiviert. Ich bin hier drin eingeschlossen. Draußen höre ich Explosionen. Die Anlage wird jeden Moment zusammenbrechen. Aber das war es wert. Wir haben den Beweis gefunden. Die Aufzeichnung über das Talon und ihre Bedeutung wurde in allen galaktischen Datenbanken manipuliert. Hoffentlich kann mein Assistent meine Aufzeichnung zurück auf das Schiff bringen. Diese Erkenntnisse über das vorimperiale Talon müssen mit absoluter Priorität an die Forschungsgruppe geschickt werden. Wir haben uns alle so geirrt. Und dann habe ich das Ding hier kaputt gemacht. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen aufgebaut. Weil das hier ist der Kern für die Station. Und dann können wir zum Beispiel mit dem Ding hier die Sachen abbauen. Und dann kriegt man da richtig geile Sachen raus. Hier Satiumplatten und sowas. Fluxspulen, Motoren, Turbolegierung, Titanplatten und so. Und dann habe ich einfach angefangen, hier alles zu zerlegen, was irgendwie so von Wert hat. Nicht die Betonblöcke, sondern es gibt ja auch so Titanblöcke und sowas. Und hier die ganzen Dinger, weil da nämlich coole Sachen bei sind. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe angefangen, ein Gewächshaus zu bauen. Und da können wir gerne an dieser Stelle weitermachen. Wenn wir das hier zerlegen, kriegen wir auch einen Computer daraus zum Beispiel. Also im Grunde genommen ging es ja einfach nur eine halbe Stunde darum, hier alles zu zerlegen. Hier die Dinge und sowas, hier Glasplatten, technische Blöcke. Einfach alles demontieren hier. Zack. Und. Da kriegst du ein bisschen Zement raus und sowas. Hier kriegst du halt auch ein bisschen Titanplatten, Stahlplatten und sowas. Zehn und Stahlblock. Satiumplatten. Da noch ein schönes Licht. So, wir exiten mal kurz. Und dann machen wir an der Stelle weiter, wo ich auch gehört habe. War hier 0:18. Hier. Deswegen ist gut, dass ich immer Doppelspeicher. Ach, so was Blödes ist mir schon lange nicht mehr passiert. Jo, hier habe ich das Problem, dass ich gerade keinen Strom mehr habe.
Aber ich kann euch nochmal zeigen, was ich hier so an Ausbeute rausgekriegt habe. 32 Titanplatten, 66 Satiumplatten, Fluxspule. Hier 5 Energiematrix habe ich bekommen. Die waren in einer Kiste drin. Kraftstoffzellen, ein paar Computer, Glasplatten, Nährlösung und. Ja, hier blinkt und blitzt es gerade, weil ich einfach keinen Saft mehr habe. Ansonsten habe ich angefangen, hier Nährlösung zu produzieren. Gereinigtes Wasser fehlt. Gereinigtes Wasser wird eigentlich hergestellt. Das kann hier mit rein. Dann können wir nämlich noch mehr Nährlösung produzieren. So, die Sonne müsste gleich wieder aufgehen. Und hier habe ich angefangen, ein Gewächs auszubauen. Und halt in meiner Bauwut ist es passiert, dass ich halt absolut nicht darauf geachtet habe, dass das Mikrofon an ist. So, hier unten sollen die Dinger dann rein, hier oben kommt ein Dach drauf. Dann machen wir hier ein bisschen Licht rein. Und dann passt das alles. So, du hast die Blöcke oder was? Ein richtiger Block, ja. Wow. Da kommt hier einmal so ein Block hin. Da kommt so ein Block dran. So. Dann hätten wir das nämlich auch. Ja, hier produziert nämlich noch. Ansonsten brauche ich das Dach dann für Strom. Demontieren. Genau. Das Ding hier kann auch eigentlich weg. Da kommen dann massive Holzblöcke hin. Ist das nämlich auch dicht. Ist zwar nicht so notwendig, dass das hier dicht ist, aber sieht halt schöner aus, ne? Darum geht's ja letztendlich. So, und dann ist die Frage, wie ich das mit dem Dach mache. Einfach hier so ein Dach drauf zimmern, ist ja egal. Mach mir hier ein Dach mit Überstand, dann kann hier nämlich auch noch ein paar Solarzellen drauf. Dreiecksding gibt's nicht, oder? Oder so irgendwas. Bandschräge. Aber ich hätte das Ding gerne in halbdick. Abgeschnittene Ecke. Nope. Ja, genau. So. Ja, genau. Wo haben wir es denn? Halb. Hier gerne wieder so eine. Ja. Nee, das ist es nicht.
Naja, passt einigermaßen. Nehmen wir. Wollen wir uns mal nicht zu sehr beschweren, wa? Hier einfach auch drauf. Geht's eh nicht drauf. Ich das lieber von oben machen. Na, aus solchem Grund. Voll mit irgendeinem Kram. Hm. Ja, schmeiß das erstmal da rein. Hm. Dann schmeiß es doch hier rein. Das Zeug so viel Platz weg. Ach, krass. Gerüstblöcke. Ja. So kann er die nicht aufheben. Klatsch die doch da rein. So, weil er das automatisch da irgendwie reinklatschen wollte. Muss man jetzt nicht ganz verstehen. Ich tue es nicht. So ist es doch viel angenehmer zu bauen hier. So, wo haben wir jetzt den nächsten? So. So. Aber wenn ich jetzt die Solaranlagen da drauf klatschen will, dann geht das glaube ich nicht, oder? Würde die ja so hinsetzen. Ist ja auch verständlich. Sind ja auch nur halbrohe Blöcke, ne? Yeah.
Das hier. Wieder mal zwei kleine. Dürfte ja schnell gehen. Ich hätte gedacht, dass so ein paar Holzblöcke so viel Platz wegnehmen will. Das wollte ich nicht. Da kommen auch noch viele hier. Immer noch nicht fertig. Außerdem fehlt hier noch eine Ecke. Die habe ich genommen. Wow. Hat die doch fertig, oder nicht? Doch, da. Oh. Dürften wir hoffentlich genug Strom haben. Da ist nichts mehr drin. Scheibe. Wir können da theoretisch noch mal wieder die Glasscheibe reinsetzen, oder? Oh. Und weg. Vernünftiger Block rein. Oh, da kommen hier nämlich Anbauflächen hin. Ja, dazu brauche ich die Nährlösung. Die Nährlösung ist hier drin, ne? 20 Stück. Spieler. Hier bitte was anderes. So. 23. Das, was fertig ist, mal hier unten hin. Was wir dann zum Bauen benutzen können. So. 23. Steinsmühl können wir hier mitmachen. Nochmal 100.
Kiste sieht gut aus. So, rum haben wir. Da will ich eigentlich noch eine Tür reinklatschen. Dann bauen wir nämlich davon welche. Ja, können wir auch einfach mit Holzlatten machen. Ne? Zwischendurch wollte ich aber eigentlich noch was anderes machen. Das mitnehmen und einfach kurz zum Fluss gehen. Denn hier unten ist ja unser Wassersammler. Und der war so fleißig und sammelt Wasser. Da muss man mal ab und zu hin. Mal ein bisschen Wasser abholen. Und dann wieder dafür Sprit haben. Ja, ohne Sprit da hier. Und da ist das Ding nämlich. Da hatte ich jetzt schon mal Wasser abgeholt. Mit einem Kanister Wasser kann man 10 gereinigte Wasser machen. Ja. Und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 passt da rein. Den kann man einfach laufen lassen und gut ist. Ich habe das Problem, dass ich langsam verhungere. Deswegen machen wir mal ein bisschen Brot. Aber den Bohrer finde ich immer noch mega geil, ne? So, also ein wunderschönes Gewächshaus hier. Das zählt alles mit zur Basis. Bitte hier gerne Player Inventory. Das. 5 Mil. Mach mal so viel wie geht. Mach mal so viel wie davon geht. Ist schon fertig mit der Arbeit. Oder was ist hier? Ja. So, dann werden wir schon mal nicht verhungern. Noch ein bisschen gereinigtes Wasser drin. Das brauchen wir für Nährböden. Das kommt damit rein. Wir machen auf jeden Fall noch so viel Nährlösung wie geht. Und dann fangen wir jetzt schon mal an. Ey. Die Dinger hier zu machen. Wir haben 23, können wir erstmal machen. Und dann sehen wir mal weiter. Ah, wer wir brauchen. Das Licht.
10 Stücke. Was sagt hier eigentlich der Energiehaushalt? Wieso schwankt das so? Aktuelle Leistung? Ich glaube, ich brauche echt noch einen Generator oder so, war da. Solarplatten reichen einfach nicht. Das nur am Blitzen und am Blinken. Wer ist ein Forschender? Generator, ja, mach mal. Das Ding machen wir auch mal. Treibstofftank. Großen Generator. 25 KE. 2,5 KE. Komm, dann machen wir direkt einen großen. Was soll der Geiz? Das werden wir auch brauchen. Reparaturstation. Ja, wir sind jetzt Level 10. Raketengeschützturm. Bildpolisier-Rapport-Dingen. Kleiner Konstruktor. Kühlschrank. Containererweiterung. Lädt automatisch Ressourcen, die von Bohrern und Erntemaschinen gesammelt werden. Achso. Raygun. Bohrer. Und Ernte. Großer mechanischer Bohrer. System. Aha, zu meinem Sprung ausführen. Okay. Und das für Erze. Computererweiterung. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Ja, Waffen werden auch wohl ganz geil. Was haben wir denn hier? Signallicht, Kraftfelder, Ventilatoren. Werkzeuge. Oh, Pulsgewehr. Ja, das hätte ich schon gerne. Schrotflinte, ja, kann man auch machen. Dann mach du mir doch mal ein Pulsgewehr. Okay, kannst du nicht. Oszillator, Flugspule, bla bla bla, hab ich nicht. Überbooster geht nicht. Minigun Bohrer würde gehen. Wir brauchen Generator. Ja, du kannst hier nur einen kleinen Generator machen, ne? Ja, muss ich schon hier machen. Nicht den großen erforscht. Ach, guck
Kobaltlegierung, Flugspulen. Okay, kann ich gar nicht. So. Okay, dann erstmal nur einen kleinen Generator. So, und das. Beziehungsweise kann ich die wenigstens herstellen. Zug. Umspule. Nee, kann ich nicht. Okay. Geht das halt nicht. Den Generator können wir gleich oben auf dem Dach setzen. Schon mal mit. Ach, was macht man hier nicht alles für? Ihr wisst schon. Für die Base. Warte, Generator kann ja gerne hier oben hin. Welche will ich da haben? Ich glaube, ich setze die hier hin. So. Zack. Ein Modul kann ja hier hin. Der Generator überlastet, explodiert er, ne? Generator klein. Aktiv. Alright. Batterie 0%. Der macht hier die Pflanzlichter. Pflanzfasern haben wir nicht. Was ist denn eigentlich mit so einer Kettensäge? Biokraftstoff braucht das Ding. Okay, wir haben da sogar noch 28. Und wir besorgen uns mal ein bisschen Holz. Dauert fast so lange wie der andere, ne? Ich hab gedacht, mit der Kettensäge wird ein bisschen schneller gehen, aber irgendwie nicht so wirklich.
Ah, nicht reloaden. Da geht's ja echt schneller hiermit, habe ich das Gefühl, ne? War nicht so angenehmer. Ich bin davon ausgegangen, das geht so schnell wie mit dem fetten Bohrer, aber nope. Absolut nicht. Sick. Einen nehmen wir hier noch. Wir können ja später auch mal so eine Erntemaschine machen oder was. Ne? Kleine schwebende Erntemaschine. Ach komm, den nehmen wir auch noch mit. Ich ernte Holz, ich ernte Holz. Oh nein, 6 Baumstämme. No. Ja, jetzt aber schnell. Los, los, los. Okay, baller das Zeug auch nochmal rein. Meine Stämmchen, nicht die Spawn. Sind sie denn? Da liegen sie. Ach komm, wir nehmen das Ding auch mit. Eisen. So, jetzt haben wir genug. Ah, Proteine. Ich brauche Proteine. Ganz viel. Und Gewürz. Gewürz, Proteine. So, was können wir denn Schönes machen? Und welche? Oh, 7 Brot haben wir. Ah, das ist ja wirklich schon mal was. Dahin. Das echt da irgendwie wegmachen. Wie dieses Bäumchen hier weg haben. Danke. Naja.
steht er noch? 7. Für eine Reichweite. So, jetzt bräuchte ich nur noch was zum Anpflanzen. Kühlschrank, Weizen, Paprika, Kürbis. Stück fehlt noch. Und 7 Nährlösung. Verdorbene Lebensmittel. Ich habe keine verdorbene Lebensmittel mehr. Oh. Alles weggelutscht. Hier habe ich auch nichts. Nö, sieht nicht so aus. Verdammt. Hat er jetzt gerade die Tür einfach nur zerlegt? Ja, ich glaube schon. Sei denn, die ist irgendwo hier gelandet. Nein. Na, dann machen wir mal eben eine neue Tür. Ja, der braucht immer so eine Ecke länger, bevor der irgendwas wirklich macht. Naja, zum Glück kostet das Ding ja nicht viel. Eine 4 Kühlschrank, Frachtcontainer. Dahin. Die Lampen bringen echt gar nichts, ne? Absolut nicht, ja. Naja. Dem bin ich mehr als enttäuscht. Der Kettensäge aber auch. Das. Jo. Okay, ich sehe gerade, die Folge ist wieder eigentlich viel zu lange hier. Ist der Proteinriegel jetzt fertig? Ja. 15 Nährlösungen haben wir sogar. Wow. Steinsmehl kann gerne da bleiben. Machen wir das mal so. Dann. Okay, das sind nur die Blöcke. 7 Stück haben wir gesagt, ne? 7 Stück. Das geht schnell. Oh, pennen wir einmal. Und die Folge ist vorbei. Auf Wiedersehen, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Und ein Riesendank geht raus an meine Kanalunterstützer Gerd Lorelei, Sascha Teves, ist halt so, Nagetermin, Stefan Freunde, Killer Wotan und LPMM. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr habt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.